Behinderte Menschen haben auch ein Recht auf selbstbestimmte Lebensführung und bessere Integration in unsere Gesellschaft. Unser politisches Handeln darf diese Menschen auf jeden Fall nicht vergessen. Dazu habe ich mir eine Stiftung, und zwar die Pfennigparade in München, angeschaut. In rund 160 barrierefreien Mietwohnungen leben Menschen mit einer Einschränkung. Die Einrichtung bietet außerdem zahlreiche Arbeitsplätze, wie hier in dieser Werkstatt, wo das fast ausgestorbene Handwerk des Stuhlflechtens noch ausgeführt wird. Aber es gibt nicht nur handwerkliche, sondern auch kaufmännische Jobs. Körperbehinderte Menschen führen so ein aktives Leben. Die Pfennigparade ist wirklich vorbildlich. Menschen mit Behinderungen bekommen hier die Möglichkeit, wieder am normalen Leben teilzunehmen. Josef Paschke, 25 Jahre, hat Muskeldystrophie und ist auf Hilfe angewiesen. Es ist einfach notwendig, ihn zu begleiten, weil er maschinell beatmet wird und jederzeit ein Notfall auftreten kann oder Bedürfnisse auftreten können, die er selbst nicht erledigen kann. Um körperbehinderten Menschen ein weitgehend normales Leben zu ermöglichen, bedarf es zusätzlicher Helfer. In der Pfennigparade arbeiten zahlreiche junge Menschen, die freiwillig ein soziales Jahr ableisten. Seitdem der Wehrdienst vor 2 Jahren abgeschafft wurde, ist das keine Selbstverständlichkeit. Ich persönlich fände es aber sehr gut, wenn jeder einmal in seinem Leben einen sozialen Beitrag für Deutschland leisten würde.